Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Immer noch die Möglichkeit, ein paar Blumenbeete einzusetzen oder irgendwas in der Richtung, beziehungsweise einen Garten zu bauen und vielleicht noch Teich anlegen oder sonst was. So, das sind so die Sachen, die mir jetzt so vorschweben. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Material. Ich nehme an, Erde wäre dafür vorsichtshalber existenzieller Bedeutung, weil kann ja sehr gut sein, dass wir dann noch ein bisschen was ausfüllen müssen oder so. Wasser sollte es da hinten geben. Ja, Wasser gibt es da hinten. Das heißt, ich brauche einen Eimer. Was ich noch brauchen werde, ist natürlich Holz. Logisch. Einfach mal so ein paar verschiedene mitnehmen. Doch. Nicht, dass mir nachher einer sagt, ich bin auf dem Holzweg, ne? Nur weil ich den aus Holz baue. So. Sollte ausreichen, hoffe ich. Oder? Nimm mal noch einen mit. Eichenholz. Da. So. Ich habe da gerade was gesehen. Irgendwie fehlt mir da sehr, sehr viel von. So, dann schnappen wir uns noch ein Eimerchen. Wo ist das? Eimerchen nehmen wir auch noch mit. So. Ich hatte doch, glaube ich, auch ein paar Blumentöpfe gebaut, ne? Soll ich mal vorsichtshalber welche mitnehmen oder? Ne, komm, wir pflanzen direkt, ne? Wir nehmen uns ein paar Pfingstrosen mit. Guck mal. Rosensträucher. Die Blumen gibt es da ja so reichlich, ne? Davon nehmen wir uns noch ein paar mit. Und davon. So, gibt jetzt bestimmt noch ein paar Sachen, die man da hinten... Ey, oh ja, komm. Lass uns doch einfach mal ein paar Kakteen mitnehmen. Dann brauche ich natürlich auch noch Sand. Und ein paar Kakteen mit anpflanzen. Das meiste habe ich ja bereits drüben. Ja. Noch zwei von mit und da auch. Jo. Sonst erstmal rüberflitzen. Ne? Einer klitzekleinen Crafting-Tat hier will ich rübergehen. Wie gesagt, klitzekleine Crafting-Tat. Eben kurz hier zwei dieser Stacks umwandeln. Wieder ins Lager schmeißen. So. Das darf sich brav einsortieren und wir marschieren mal.
Schon lange nicht mehr beim Dörfchen, ne? Na, vielleicht gucken wir da dir auch noch vorbei. Bei dem richtigen Dorf. Bin schneller als ihr. Daneben, daneben. Junge, Junge, Junge. Mir ist direkt beschossen da. Oh, Asura Kami ist da. Morgen. War schon fast Mahlzeit, aber trotzdem. Morgen. Für mich ist noch früh. Wie war denn dein Weekend so? So, hier zum Beispiel. Also, zum Beispiel. Hier kommt natürlich kein Haus mehr hin. Würde gerne so ein bisschen mehr Garten hier haben. Da haben wir ja eine Turbeschuppe mitgenommen. Aber ich habe eine andere Maus. Vielleicht habe ich die jetzt besser im Griff bekommen. Wieso, wann du was bestellt hast? Ich glaube, die kann man nicht bestellen. Die kriegt man oder man kriegt sie nicht. Nein, das habe ich doch geschildert bei der. Es war ja erstmal, war es ja gar keine richtige Verlosung, die wir da gemacht haben den Tag. Das war ja mehr oder weniger so nur so ein Zuruf von den Leuten, die da waren jetzt, sage ich mal. Und ach so. Okay. In der Form. Ah, alles klar. Okay. Naja. Auf jeden Fall, denke ich, hast du dich wieder erinnert. Oh je. Das passt hier noch nicht so hundertprozentig, ne? So lala. Das ist doof. So lala, naja. Also noch besser wie SCH, ne? Ich muss sagen, ich war dieses Wochenende bis gerade, beziehungsweise auch jetzt natürlich hier, recht beschäftigt. Weswegen ich auch gestern zum Beispiel nicht da war. Aber gestern gab es bei Bikers Against Charterbus eine Veranstaltung, bei der ich mitgemacht habe. Muss dann auch schon mal der ein oder andere Stream für ausfallen. So.
Ja, dafür gibt es heute drei Sachen zum Preis von einem sozusagen. So, das ist schon besser. Da wir jetzt hier sowieso so eine schöne Kante drin haben, also machen wir das hier auch noch. Und dann können wir da unten schön das Gärtchen hin. Hast du zu viel FD gezeigt? Super. Doof. Rennt mal so gut. Das ist ja gar nicht mal so gut. So machen wir das, ne? Dann haben wir hier eine Kante, hier geht es dann rum und hier machen wir es noch gerade und dann haben wir eine schöne Grundfläche. Ein Grundloch. So. Ich habe ja hinten noch gar nicht gewirkt, in der Form, dass ich irgendwelche Anpassungen gemacht hätte auf dem Gelände. In dem Bereich noch nicht so groß, glaube ich. Kann man jetzt machen. Ich und meine Turboschippe hier. So mache ich das mal. So. So ist das. Was hast du denn gemacht mit deinem mittleren Finger? So etwas dabei herauskommt. Wie gefällt mir das noch nicht, oder? Sieht so. Es sieht eher aus, oder? Komm, wir machen das anders. Wir machen hier einen geraden Abschluss hin. Neben dem Weg einfach einmal diese. Ungefähr so. Ja. Dann hat man da so einen schönen geraden Abschluss. Also, was der da so bei Arc macht, ne? So, mit der Faust einen Baum fällen. In Natura keine so tolle Idee. Oder wie ein guter Kumpel von mir immer zu sagen pflegt, war scheiße, merkst du selbst, oder? Ja, gut. Ja. Das nur kann ich nur wiederum auch nachvollziehen. Aber trotzdem. Nee.
Es gibt noch so schöne weiche Sachen, wo man reinhauen kann. Um seinen Frust rauszulassen. Weiß drum, dass man einen Busch nimmt. Er gibt wenigstens noch ein bisschen nach. Ein paar Kratzer haben ansonsten. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da. Und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.